Willkommen zurück bei DWZ. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Und zwar gibt es wirklich noch einen zweiten Kampf. Ich habe gedacht, das wäre bloß eine Cutscene, aber nein, das ist wirklich der zweite Kampf. Der wird irgendwie automatisch übersprungen. Aber ist egal. Wir gehen einfach mal drauf. Das ist wirklich Piccolo gegen Raditz. Ich hol's nach. Gar kein Problem. Das habe ich leicht übersehen. Danke nochmal für den Tipp. Alles cool, das lassen wir natürlich nicht aus. Machen wir. You're really something. What is power? So, auf geht's. Wir sind also Piccolo und kriegen direkt mal eine Schelle. Mal gucken, wie der sich so kämpft. Obwohl, naja, wir haben ja eigentlich schon des Öfteren mit Piccolo gekämpft, ne? Mir ist auch aufgefallen, dass wir schon inzwischen mit der zweiten Saga fertig sind. Ich habe ja gesagt, das ist die erste Saga gewesen. Ne, ne, ist ja Quatsch. Die Saiyajins waren ja die erste Saga. Und Piccolo war eben die... Piccolo, sag ich schon. Und Namek war eben die zweite Saga mit Freezer. Aber gut, dann machen wir jetzt hier nochmal schnell Raditz fertig. Kein Problem. Piccolo kann das auch ziemlich gut. Und komm her. Oh Gott, oh Gott. Na gut, Raditz hat natürlich auch ein bisschen was auf dem Kerbholz. Das ist ganz klar. Aber ich weiß gar nicht, warum überspringt er denn überhaupt diesen Kampf? Das verstehe ich gar nicht. Das hat er ja irgendwie automatisch gemacht. Naja, bestimmt, weil ich mit Son Goku direkt den Typen platt gemacht habe, wa? Dass du denn... Aber dann hätte man auch mit Piccolo anfangen können und zuerst gegen Raditz kämpfen können, wa? Na komm, hol ihn ran mit deinen Schlangenarmen. Ups. Das ist auch geil. Auch cool, dass der sich so regenerieren kann, wenn da irgendwie ein Arm ab ist oder so. Das ist schon ganz geil. Bäm, 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 bäm. Und bäm. Kriegt er direkt die Schelle. Ziehen wir was ab? Ja, ey. Das läuft ja sogar ganz gut. Oh Gott. Nein. Jetzt komm, der muss da irgendwie hier die... Aua. Der war mies. Der war richtig. Er muss da irgendwie die Dings drauf haben. Wie macht der die denn? Ja, da ist die Hörnspirale. Komm, der sitzt. Boah, der war ultimativ. Der war ganz schön crazy. Und der fliegt gerade jetzt. Bäm. Done you. What? You? How can you still stand? Piccolo! Now! Na, ja, die Hörnspirale ist so eine geile Attacke. Obwohl die Szene ja auch ziemlich zensiert war, ne? Weil da war nichts zu sehen von wegen irgendwelche Löcher oder so am Körper, die sie da hatten. Na gut. Das war nochmal ein kleiner Part für zwischendurch. Wie gesagt, danke nochmal für diesen Tipp. Also, immer her mit solchen Tipps. Und hier ist mir natürlich erneut der Part abgekackt. Da ist irgendwie die falsche, ich weiß nicht, da war es ein falsches Format oder sowas, hat er überhaupt nicht genommen. Egal, wird alles nachgereicht. Das wäre dann Part 9. Aber jetzt, das hier ist jetzt Part 1,5 oder 2,5 gewesen. Ne, 1,5 müsste es jetzt sein. So ein kleiner Part für zwischendurch. Das hier wird direkt im Anschluss aufgenommen. Und wäre dann Part 9. Das ist wie gesagt die dritte Saga mit den Cyborgs und so. Die zwei Kämpfe hatte ich schon. Aber die werden dann erneut wiederholt. Das ist A und das hier ist Z. Keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, was jetzt am besten ist. Aber gut. Ich bedanke mich erneut fürs Reinschauen in dieses kleine kurze Video. Und dann hoffe ich, seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Son Goku gegen Son Gohan. Familientraining. Und ich verabschiede mich und sage einfach mal Ciao.